Ja, liebe Sportsfreunde, willkommen zurück auf meinem Channel, auf dem Channel der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Heute gibt's Schulterdrücken im Sitzen in einer ganz anderen Variante. Ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Fitnessstudio, man setzt sich auf eine Bank, im Sitzen, mit einer Lehne hinten dran. Die Lehne lassen wir weg. Da wird zusätzlich nochmal die Core-Stabilität trainiert. Und ich darf es nicht im Stehen machen, weil ich mir was am Bein getan habe. Aber dazu gibt es Näheres im nächsten YouTube-Video, weil dann gehen wir mal zum Physio. Ihr lernt meinen Physio kennen, den Viktor, die alte Axt. Da wird es schmerzhaft. Der guckt sich das Bein an und sagt, was passiert ist. Also wir spekulieren gerade, ist da vielleicht ein Bündelabriss, ein Faserriss oder nur eine Zerrung. Deswegen habe ich auch heute normale Turnschuhe an, keine Gewichtheberschuhe, weil der Fuß ist ein bisschen dick. Ich komme da nicht rein in die Heberschuhe. Deswegen gibt es heute Schulterdrücken im Sitzen. Und im wunderbaren Monolift von ATX, das werden wir euch jetzt zeigen, weil wenn du sitzt und du nimmst die Hantelstange raus, ist es dann halt schwer nach vorne, nach hinten zu gehen, weil wenn du dann wieder hochdrückst, schlägst du ja gegen die Aufnahme. Und am Monolift, das zeige ich euch jetzt bei der leeren Stange, wenn ich mich hinsetze, du drückst die Stange hoch und am Monolift schnallst zurück und du kannst in der gleichen Führung kannst du deine Übung machen. Ja, wir werden jetzt auf 60 Kilo dann hochgehen, dann werden wir auf 100 Kilo und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht so 120 Kilo im Fünfer oder 130 Kilo im Fünfer. Da lassen wir uns überraschen. Direkt danach machen wir noch ein bisschen Trizeps. Das ist jetzt so aktuell mein Schultertraining, also keine Push-Press oder nichts mit dem Lock, gerade wegen dem Bein. Ja. Ich will nicht sagen, das ist meine erste große Verletzung am Bein, aber es hat schon ordentlich geratscht. Es war bei der Kniebeuge. War leider keine Kamera dabei, ne Marcel? Warst wieder daheim irgendwo. Kamera war dabei, aber das Video haben wir nicht gezeigt. Also, hinsetzen. Setzt euch genau unter die Stange. Und ihr werdet jetzt sehen, wenn ich die Hantel halt hochdrücke, knallt der Monolift zurück. Und dann könnt ihr genau in dieser Führung direkt runter und hochdrücken. Das Schwierige hier ist, probiert es mal bei euch im Gym aus. Ihr könnt es auch mit Kurzhantel machen. Das ist umso schwerer, wenn der Rücken keine Führung hat mit der Lehne von der Bank, dann man fängt halt an, irgendwann schwammig zu werden. Und dadurch, dass man nicht steht, kann die Hüfte nicht ausgleichen. Also das muss alles der Core machen. Am besten ist noch, wenn man die Füße vorstreckt, dann hast du noch weniger Spannung in der Hüfte und dann wird es umso schwerer. Big C hat es viel gemacht, er hat sich aber flach auf den Boden gesetzt, hat die Füße nach vorne hin ausgestreckt, dass halt wirklich der Core und der hintere Rücken und die ganze Stabilität halten muss für die Übung. Wenn du das halt mit 140 Kilo machst, dann hast du schon einen ordentlichen Core. Jetzt machen wir aber 60 Kilo drauf, dann gucken wir mal. Wir sind jetzt bei 60 Kilo angekommen. Jetzt machen wir mal 10 Wiederholungen. So, was man noch zum Monolift sagen kann, ganz wichtig. Ich stehe dazu jetzt auf, pass auf Marcel, ich stehe auf. Viele, die den Monolift benutzen, ich habe jetzt schon viele gesehen, also viele Fans schicken mir Videos oder verlinken mich in deren Post. Wenn du den Monolift so hängen hast, musst du, wenn du Kniebeugen machst, musst du mit dem Gesicht in die Richtung beugen, weil viele sind unten schon angestoßen, habe ich gesehen. Wenn du jetzt mit dem Gesicht in die Richtung beugst, schnallst der Monolift zwar zurück, aber wenn man 3, 4, 5 Wiederholungen das Squat macht und man kommt mit dem Oberkörper nach vorne, kann es passieren, dass man so weit nach vorne beugt, dass dann die Stange unten gegen den Monolift schlägt. Deswegen muss man aus dem Monolift rausbeugen. Frontbeuge, Back Squat. Ja. Das ist wichtig. Man muss den Monolift richtig rumdrehen, sonst schlägt man unten an. Marcel, versteht man das ja, oder? Das versteht man. Ja. Du hast ihn nicht verstanden. Richtig. Soll ich dir nochmal erklären? Ja, mach nochmal. Also du musst dich da richtig rumdrehen, dass du da nicht anschlagst. Ja. Genau. Du nimmst jetzt... Du verarschst mich doch nur, du hast das doch vor längst verstanden. Nein? Nein, erklär nochmal.
Wenn du jetzt die Hantel rausnimmst, geht der Monolift nach hinten. Ja, weiß ich doch. Ja. Und wenn du beugst, wenn du eine Kniebeuge machst, am Anfang machen die Leute die Kniebeuge gerade. Mhm. Und dann nicht mehr, dann schlagen sie an. Und dann irgendwann gehen sie mit dem Oberkörper nach vorne. Und wenn sie dann so hoch gehen, schlagen sie dann unten gegen den Monolift. Weiß ich doch. Haben wir 100 Kilo drauf. Der Marcel filmt aus einer ganz komischen Perspektive. Also wenn wir jetzt 100 Kilo drauf, dann machen wir jetzt mal 5 Reps oder vielleicht 8. Ich würde euch bitten, probiert diese Übung mal aus ohne Lehne. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie es ihr findet. Vielleicht ist auch jetzt schon einer unter euch, der sagt, das ist zu gefährlich, vielleicht kippt man da nach hinten. Es ist ein Balanceakt. Es ist schwerer, so im Sitzen zu drücken, als im Stehen. Weil im Stehen kannst du noch über die Beine ausgleichen, aber wenn du nur da sitzt, musst du ständig im Core halt die Spannung halten. Jetzt machen wir mal ein paar. Marcel, ist ja schon langweilig, gell? Wir haben jetzt 120 Kilo drauf. Na, Marcel, sag jetzt, wie viele Reps? 8 Stück. 8 Stück. Befinden sich nun 140 Kilo auf der Hantel. Da das jetzt auch ziemlich neu ist für mich, dieses ohne Lehne zu drücken, hoffe ich, dass wir 1 bis 2 Wiederholungen machen. Ja, und dann wollte ich mich an dieser Stelle noch bei euch bedanken für die tolle Unterstützung und wie ihr den Sport zum Wachsen bringt. Und da wollen wir natürlich weitermachen. Wir haben jetzt neue Gym-Bags, also so ganz normale Gym-Taschen, ne? Einmal mit so einem Spartan-Helm. Im Shop, dann einmal mit dem Yggdrasil und das ist so eine khakifarbene Tasche, die gefällt mir persönlich am besten. Ist auch mein Liebling, gell? Die sieht super aus. Ich hab die daheim. Hast du schon? Okay. Ja, ist toll. Ich hab's erst bestellt. Also, schaut mal rein. Ich glaube, wir machen auch die Links unten rein. Was gibt's noch Neues? Es kommen neue T-Shirts, es kommen ja ständig irgendwelche neue Sachen. Die Zughilfen sind draußen und da muss ich auch mal einen Dank sagen an meinen Lieblings-Stefan. Stefan, gell? Immer mehr Produkte, wir werden zu einer wundervollen Lifestyle-Marke. Ja, bestellt euch alles mit Gods 10, da gibt es nochmal 10% Rabatt drauf. Ihr unterstützt mich, den Strongman-Sport und ja, bald im Ende August ist die Burg. Wir sind jetzt gerade dabei, vielleicht dreht noch nicht durch. Es fährt ein Auto vorbei, egal, ich dreht weiter. Wir machen ein zweites Event nach diesem Burg-Event, nach diesem Wochenends-Event. Werden wir einen kleinen Wettkampf veranstalten. Das geht natürlich über einen Tag. Ihr zahlt Eintrittssumme X. Dann gibt es wird ein heißer Wettkampf. Verspreche ich euch jetzt schon. Wenn wir natürlich die Burg bekommen. Na Marcel, du bist ja dran. Gell? Mhm. Du bist ja dran. So, jetzt drücke ich dir 140 Kilo. Wie oft? Ich sag zweimal. Zweimal. Zweimal, richtig schön. Richtig schön. Müssen wir noch mal machen. Ging nach vorne. Puh. Also ist ein Unterschied wie Tag und Nacht so zu drücken. Problem, du kommst runter. Dann schiebst du, dann lässt du vor der Core nach. Probiert die Übung mal aus. Ganz neuer Reiz, ganz neue Herausforderung.
Marcel und ich, wir haben uns ein bisschen diskutiert, ob das jetzt kraftspezifisch ist, dieses Drücken, oder ob das technisch ist, oder ob das viel mit dem Core zu tun hat. Ich habe es ihm jetzt erklärt und ich erkläre das jetzt euch auch nochmal. Stellt euch vor, das ist der Athlet, ja, hier ist der Kopf, hier ist die Hantel. Und wenn du auf einer Bank sitzt, hast du folgendes Problem. Die Hantel gibt dir einen Raum vor, also je schwerer die Hantel wird, umso kleiner wird der Raum. Und das ist der Raum, in dem du die Hantel hoch und runter drückst. Jetzt stell dir mal vor, du drückst die Hantel, das ist jetzt bei den 140 Kilo, beim zweiten Rap ist es bei mir passiert, ich habe die Hantel etwas hier vorgehen lassen, also ich habe sie nach vorne gedrückt, hier in diese Richtung, habe diesen engen Raum verlassen und dann hat es meinen ganzen Körper nach vorne gezogen und dann ist die Hantel zack, vorne runter. Das heißt, wenn ihr sitzt und ihr habt keine Lehne, wo ihr euch anlehnen könnt und reinlehnen könnt, muss der Core alles heben und sobald du diesen Raum hier entweder in die Richtung verlässt, also wenn du sie nach hinten den Raum verlässt, dann wird es fatal für den Lendenwirbelbereich, aber wenn du den Raum nach vorne hin verlässt, dein vorderer Delta ist nie so stark, um 140 Kilo hier vorne zu heben, beziehungsweise dein Core bricht dann und dann kippst du komplett nach vorne. Und ich glaube, wenn du jetzt 150 Kilo oder 160 Kilo drauf hast, dann wird dieser Raum noch viel, viel enger. Klar, hast du 100 Kilo drauf, wird der Raum viel, viel weiter, wo du dich bewegen darfst. Ich glaube, das leuchtet ein, oder? Probiert es einfach aus. Bist du, wie der linke Arm hinterher hängt? Egal, es war schon weiter als das letzte Mal. Ah ja. Der Nils aus der Backstube. Da muss es hin. Da muss es hin. Bist du Bäcker oder Krieger? Ich hab heute Brezeln gebacken. Also Freunde, wir haben das jetzt spontan reingeschnitten. Der Nils hat jetzt am Donnerstag einen Wettkampf. Da kommt Fassstemmen dran, 90 Kilo Wiederholung. Und wir gucken uns jetzt die Technik an. Aber wir sind kurz davor, dass der Groschen fällt und der Nils eine wundervolle Technik herausarbeitet. Also, setze dir nur gegen den Kopf und die Kante rein. Ja, ja, schon wieder drauf. Alles, dass du weißt, wo das Fass hin muss. Ja, komm. Ja, und... Da krieg ich's nicht. Das drückt sich bei mir hier so in den Bizeps rein und dann blockiert der Arm irgendwie. Du musst hier. Guck mal, zeig's dir nochmal. Du musst vom Gedanken her die Kante, diese Kante, ja, hier rein, die geht hier hoch und geht dir genau hier rein. Bist du? Ja. Das Handy noch in der Tasche, geht kaputt. Ja. Nutz deinen Körper. Nutz deinen Körper und zieh es in einem rum. Oh, fangen sie an, endlich Raw zu heben. Ich habe die ganze Zeit ohne gemacht, weil ich es mir immer auf den Bizeps abstelle. Drück deinen Körper rein. Drück den Körper rein jetzt. Das schaffst du. Und zieh es in einem rum. Bizepskraft, komm, zieh es rum, lass am Körper rollen. Also direkt hoch. Ja. Nimm den Schwung unten mit und hochrollen. Da ist es. Jetzt hast du es. Und jetzt einfach hoch. Komm, mach gleich noch ein. Runter. Jetzt komm, nochmal ein. Ein bisschen mit Schmack ist jetzt, komm. Ein bisschen Emotion, ein bisschen Herz will ich jetzt sehen. Komm, komm. Anziehen links. Links ist wichtig. Links. Ja. Und komm, aus dem Bein. Jawohl. Hast du das Gefühl, dass es hier seitlich drin sitzen kann? Es sitzt besser drin als vorher, aber immer noch richtig. Du musst den Schädel ein bisschen zur Seite nehmen.
Nils hat ein bisschen einen Dickschädel, also von daher. Das sagt der Richtige, genau. Guckt euch mal den Schädel an. Ich habe einen schönen filigranen Kopf. Deswegen werde ich auch glatzig, weißt? Weil der Kopf viel zu schön ist, um das der Menschheit vorzuenthalten. Gell, Marcel, du wärst auch schon ganz schön Licht da oben, gell? Wir werden alle Licht. Der Nils, du hast über Haartransplantation gesprochen, oder? Ja. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Mehl ist viel besser, gell? Ist das so die neue Methode für Haarwachstum? Ja, habe ich gelesen. Okay. Amerikanische Studien sagen, Magnesium auf die Haare für 20% mehr Haarwachstum. Hey! Was? Vielleicht hilft's? Nee, dann bin ich zu schön, ich hab ein Problem. Am Rücken hat's ja schon funktioniert an der Brust. Ich muss mal so machen. Ja, das ist aber auch hier, weil dauernd vier Magnesium in der Brust. Es ist quasi eine Studie, die belegt es dadurch schon. Das geht durch den Stoff vom T-Shirt geht es durch. Ja. So Nils, jetzt aber Spaß beiseite hier. Was haben wir jetzt da getrieben hier? Wie hat es sich angefühlt? Am Anfang überraschend leicht. Ja. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das Ding hier rumzuziehen und gleich zu drücken. Mein Fehler war am Anfang, dass ich es angezogen habe und zu langsam, ohne Schwung hoch. Okay. Und dann will es fast natürlich gleich wieder runter. Ja. Es gibt viele verschiedene Varianten, so ein Bierfass zu heben. Manch einer setzt sich auf den Oberschenkel, das habt ihr gerade beim Nils gesehen. Dann kommt eine Art Umsatz und dann arbeiten sie aus den Beinen raus und drücken es über Kopf. Das Schwere halt bei dem Bierfass ist, wenn ihr euch das mal anschauen könnt oder wollt, das Problem an einem Fass ist. Das sieht aus wie ein Penis auf deinem Kopf. Was wie ein Penis? Er hat so eine bescheuerte Form, es sieht so dumm aus. Ja, Peniskopf. Darf man das überhaupt sagen? Ja, ist YouTube, da darf man das. Ja. Also das Problem bei einem Fass ist, du hebst hier auf der einen Seite. Und hier drüben hebst du halt diagonal am Gewicht. Das heißt, wenn du das Fass jetzt rein theoretisch in der Horizontale auf der Brust liegen hast, bist du in dem Fall links unten, rechts oben. Und wenn du jetzt hier drückst, ist rechts schon ausgelockt, während links noch arbeiten muss. Deswegen muss das Fass auf die Brust, das habe ich gerade Nils erklärt, das sind alle so weiß, das Fass muss ich hier am Delta, stellst du es dir am besten auf und zum Teil auf den Kopf. Und dann bist du mit den Händen gerade. Hast du schon gefilmt, wie ich es vorgemacht habe? Ja, oder? Ja, gell? Ich glaube schon. So Nils. Ich muss dazu sagen, es ist halt, wenn man das erste Mal das macht, das Gewicht ist nicht das Problem, sondern der Umsatz und die Technik. Weil es ist halt was anderes wie mit einer Olympia-Langhantelstange. Richtig. Das ist wieder das Thema Schwerpunkt. Über das haben wir es ja schon so oft gehabt. Und halt dieses Asymmetrische. Genau. Also ich finde einen Locklift leichter. Der Nils ist auch so ein Typ und ist ein Kopfmensch. Das heißt, wenn er das Fass in die Hand nimmt, will er mit seinem Körper den Schwerpunkt. Ja. Du bist dein Schwerpunkt. Jetzt kommt das Fass aber ins Spiel. Jetzt musst du und das Fass den Schwerpunkt bilden. Weil wenn du dein eigener Schwerpunkt bleibst und nur mit dem Fass arbeitest, dann ist es viel zu schwer. Ja. Was andere Athleten machen ist, sie bilden eine perfekte Symbiose mit dem Fass und lassen das Gewicht des Fasses für sich arbeiten. Und das musst du noch lernen. Die haben halt auch eine starke Hüfte. Ja, aber Nils, du weißt, du machst es noch nicht so lang. Das kommt mit der Zeit. Viele heben das aus dem Bizeps hoch. Ne? Obwohl es ist ja rund, man muss es einfach nur arbeiten lassen. Deswegen, das muss wie Kunst aussehen, das muss schön aussehen, Nils. Ja, bei den Leuten, die halt richtig Kraft haben und eine gute Hüfte, ja. Bei denen sieht es halt sowas von einfach aus, weil die ziehen das Teil an, Hüfte vor und das Teil steht schon fast hier. Ja, aber das kannst du auch. Du traust es dich bloß nicht. Du musst jetzt mal denken, wenn du jetzt hebst, wenn deine Hüfte hier hinten ist, bring deine Hüfte hier vor. Und allein, dass die Hüfte von hinten nach vorne schnallt, lässt das Fass hoch katapultieren. Mach's einfach mal. Die Geschwindigkeit bringt's halt. Genau, werf mal das Fass zur Decke. Egal, wenn jetzt hier was ist, ja alles ganz hier. Das richtig Akro. Wir müssen dazu sagen, heute sind 35 Grad hier drin. Deshalb schwitze ich so.
Du wirst langsam auch adipös. Was? Ja. Nee, der Gürtel passt noch. Das ist jetzt das Gym der Adipösen. Gym Adipös. Ey, das ist so schlimm. Ich war letztens Klamotten einkaufen, ne? Ja. In so einem ganz normalen hier. Wie ist das, hast du morgen frei? Hier, nee. Ja. Ich muss morgen wieder knechten gehen. Modepark Röder, ne? Ja. Ja, ich habe eine halbe Stunde selber rumgesucht. Ja. Und vor lauter Verzweiflung bin ich dann zu einer Verkäuferin, ja. 3XL aufwärts und dann guckt sie mich erstmal an. Margarete, haben wir sowas noch? Ja. Drei T-Shirts in dem ganzen scheiß Laden also, in 3XL. Also wir wollen ja, meine Fans wollen ja, um mein Liebling Stefan, wollen unbedingt sehen, wie ich einkaufen gehe. Ja. Würdest du mir den Modepark Röder empfehlen? Nein. Okay. Also für Leute, die 3XL brauchen, wird es schon schwer. Okay. Aber für die Größe hier, nee. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir dahin. Wo wollt ihr hingehen? Ja, wir wollen das halt so ein bisschen trashig aufziehen, dass der dicke Junge nichts findet. Also. Ja. Aber in Frankreich wird es noch schwieriger, weil wenn in Frankreich 3XL da steht, dann ist das eine deutsche XL, ja. Ja. Also du deutsche Eiche, heb das Fass jetzt mal hoch. Aber richtig schön mit Herz. Und drück das Fass hinter den Kopf. Nicht hier vorne schaffen. Hinten. Schön. Komm, richtig aus den Beinen. Und feuern. Feuern! Boah, Scheiße. Was war? Saft raus. Wann haben wir das mit der Schulter gemacht? Strickpress. Am Freitag. Ja. Ich merk's noch. Ich zeig dir jetzt mal was, das möchte ich jetzt von dir sehen. Du verstehst den Lift nicht. Du verstehst den Lift nicht, das macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn du jetzt das Fass so nimmst, ja. Mach das nur so. Ja. Das will ich jetzt von dir. Nur das. Weil du siehst jetzt bei mir im Video, wie das Fass rollt. Okay. Und bei dir ist es, du curlst es. Drück es an den Körper, lehn dich nach hinten und lass es rollen. Deshalb merke ich so immer so einen Bizepsansatz. Ja, weil du es curlst. Ja, scheiße, genau. Roll's mal nur. So wie ich jetzt gerade. War das weit vom Bauch weg, das Fass? Bei mir? Das habe ich jetzt von der Seite nicht so sehen können. Aber ich will mal nur, dass du es fast beherrschst aus der Hüfte raus. In die Hüfte, hoch. In die Hüfte, hoch. Und lass es schön aussehen. Wie so dieses, wie heißt das, rhythmisches Schwimmen oder keine Ahnung. Komm. So links kommt gar nicht mehr hoch, weil du bist links zu weit weg. Ich merk's auch brutal in den Armen gerade. Aber gut, wir sind ein Stück weiter gekommen. Ja, zweimal habe ich noch nie geschafft mit dem Fass. Also. Und am Donnerstag, liebe Sportsfreunde, wir werden natürlich auch mit der Kamera mitgehen auf Nils seinen Wettkampf. Und da werde ich ihn richtig zwiebeln. Ja, hoffentlich. Das wäre cool. So, wir probieren das jetzt aber noch mal ein paar Mal umzusetzen. Mach's von mir aus mit Handgelenksbandagen. Ja, aber versuch so wenig wie möglich die Arme einzusetzen. Du hast ja gesehen, ich habe es gehoben in der Hüfte und habe es wirklich nur hochgeschoben. Ja, das Problem, was halt bei mir noch dazu kommt, es fehlt halt auch noch die Kraft. Ach was, das ist nicht so viel Kraft, das ist Körperbeherrschung. Das ist Körperfeeling. Wie kann ein 80... Ja, mir fehlt halt beides. Du bist halt ein bisschen hölzern. Das war jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Das ist so, du musst ein bisschen... Die Hüfte muss ein bisschen... Ja, guck dir mal meinen kleinen Knackarsch an. Da kommt halt nicht so viel... Da ist nicht so viel Bums dahinter. Nee, leider nicht. Du brauchst ein stärkeres Kaliber, ne? Ja. Oh, du Hüftmonster, du. Das heißt, wenn das Fass jetzt oben ist und du rollst es runter,
bleibst du nicht stehen wie Ochs vom Berg, sondern so wie das Fass hier runterkommt, machst du so. Verstehst du? Ich sehe dich da, wenn du das Fass oben hast und du gehst mit dem Fass runter, du lässt es mit den Armen runter. Aber lass es am Körper rollen und wenn du es runterlässt, geht der Schwerpunkt nach vorne, weil das Fass nach vorne geht und du gleichst aus, indem du deinen Schwerpunkt nach hinten setzt. Und dann ist das Fass immer im Schwerpunkt. Auf Moncherie. Kontrollier das Fass. Kontrollieren. Komm, quer auf den Oberschenkel. Nochmal. Jetzt setz es um, setz es ganz um. Links anziehen. Links anziehen. Aha. Ich merke es hier brutal in den Innenarm. Vom Training noch. Ja. Sehr gut, es gefällt mir. Kurz 3 Tage Pause. Willst du eine Verabschiedung machen für die Leute, für meinen Channel? Für deinen Channel? Ja, das war jetzt Nils. Was sind es eigentlich für tolle neue Schuhe? Das sind die Schuhe, wo ich reinpasse, weil mein Fuß geschwollen ist. Ja, was sagt man da? Danke fürs Zuschauen. Ja, das was dir als auf der Seele liegt. So was richtig Authentisches. Du sollst dich nicht verstellen, darfst dich bedanken, darfst aber auch kritiklos werden. Ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Gell, das ist immer schön. Hoffen, ihr habt dabei was gelernt. Ja. Und macht es besser als ich. Ja. Was gibt's noch? Ja, wo du so, vielleicht fragen sich die Leute, die kennen dich ja schon aus ein paar Videos, was so deine Ziele sind für dieses Jahr, gewisse Platzierungen oder so mal Top 10 oder mal. Also ich habe jetzt auf der FIBO mitgemacht, will jetzt Waldüren oder machen Waldüren noch mit. Ja. Und dann setze ich erstmal aus, einfach um noch stärker zu werden. Richtig, richtig. Und dann nächstes Jahr voll durchzustarten. Ich habe mir halt jetzt gedacht, ich probiere es schon mal dieses Mal, um einfach Wettkampferfahrung zu sammeln, um ein Gefühl zu kriegen. Und dann anlaufen. Für die ganzen Disziplinen und sowas. Weil gerade sowas wie Autokreuzheben habe ich nur einmal auf einem Newcomer-Wettkampf gemacht. Ja. Na, das haben wir halt hier nicht, ne? Brauchen wir noch? Ja, ich baue eins. Ja. Ich gebe alles in Auftrag. Papa Dennis wird alles. Sehr schön. Wird alles besorgen. Also bedanken wir uns vielmals. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also es wird dann wahrscheinlich das Video sein von seinem. Und der Marcel blendet noch mein Instagram. Genau. Du machst jetzt auch Instagram, gell? Ja. So voll die Instagram. Bin jetzt ein richtiger Hipster. Mach ich da oben.